Hey Leute, es geht weiter mit Rise of the Tomb Raider und ja, es gibt eine neue Mission, die ich angenommen hatte. Und zwar, warte mal, Mission. Fehlgeleitete Informationen, finden Sie den Briefvogel in der Sowjetanlage. Da habe ich schon einen Vogel, habe ich schon abgeknallt. Kehren Sie zum verbliebenen General zurück, ist jetzt so die Sache, aber... ja, wenn ich den einen Vogel jetzt schon habe, dann wollen wir mal gucken. Geh mal runter und wenn das erledigt ist, schreiten wir fort. War es das schon? Aber die Musik ist noch so bedrohlich. Okay. Also von dem Typen da hinten habe ich die Mission auch her. Das ist jetzt nicht spannend gewesen. Also es ist wirklich nur ein Vogel, den ich dachte, ich schieße den mal ab. Und damit hatte es sich dann wohl auch schon erledigt. Hast du den Vogel gefunden? Ja. Ich habe Ihren Vogel gefunden. Hier ist die Nachricht. Ja. Ach, die hatte ich automatisch bekommen. Nachschublinien, Patrouillerouten. Wir legen Ihnen einen Hinterhalt. Wir schulden Ihnen was, Lara. Wir alle. Schrotflinten, Zylinder, was für ein Ding? Mission abgeschlossen, fehlgeleitete Informationen. Okay, neuen Waffenaufsatz. Wie auch immer man es aussprach. Und damit habe ich, glaube ich, jetzt schon einiges wieder gesammelt. Ich gehe mal ins Lager. Dann freuen wir uns einen Keks und machen dann das nächste. Jawohl. Kümmern wir uns mal um den Waffenkram. Ich bin mal. Da, das könnte man ja auch mal machen, ne? Aber es ist alles toll. Ich mach mal die Schrotflinte. So, was haben wir denn hier Schönes? Feines. Mündungsgewicht, ja. Wir hätten aber auch die andere. Oder auch nicht. Ist das egal? Gut, dann nehmen wir Mündungsgewicht. Die beschwerte Mündung stabilisiert die Waffe beim Abfeuern und reduziert den Rückstoß. Und ich war auch noch mal beim Funkturm. Und, ja. Da sieht es so aus, als hätten wir jetzt auch genug Münzen für den Restkram. Das heißt, wir sind ziemlich gut dabei. Ich mache mal den Jäger weiter. Plünderer, Munitionsmenge. Ich mache das einfach, ich denke nicht nach. Wir nehmen einfach mit, was wir jetzt kriegen. Erhöhen Sie die Munitionsmenge, die Sie an feindlichen Leichen finden. Passt schon. So, haben wir auch erledigt. Jetzt ist die Frage. Ich gehe nochmal gleich ins Lager. Ich guck mal erstmal, was haben wir hier noch zu tun. Wir sind ziemlich gut dabei. Ist denn jetzt hier immer noch eine Mission? Anscheinend kann man sich hier noch eine Mission hören. Ist mir jetzt aber mal egal. Es gibt noch ein paar andere Orte, wo wir unbedingt hin müssen. Vor allem da, wo es noch so Krypta-Bla-Gräber gibt. Ich weiß nur gerade nicht, wo. Da ist ein Münzversteck. Oh, hier sieht es aus, als hätten wir auf jeden Fall noch was zu tun. Da würde ich gerne mal hin. Zu diesem Herausforderungsgrab. Und hier ist auch noch eine Krypta. Höhle, dann gehen wir doch mal hier zur Kammlinie. Da gehen wir mal hin. So, dafür reisen wir wieder. Kammlinie. Beeil mich, wie immer. Wo war das jetzt? Hier irgendwo, ne? Krankenstation, Kammlinie. Da wollen wir hin. So, da sind wir. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier direkt zu diesem Krypta-Eingang. Obwohl ich immer dachte, wir wären hier schon mal gewesen. Aber das denke ich ja immer. Das soll da unten sein. Dann machen wir das mal. Wo soll das sein? Unter uns? Kann ich da hin oder sterbe ich? Nö, aber ich glaube, das hat mir auch nicht viel gebracht. Okay. Ja, das hat nicht geklappt mit dem Supersprung. Das hat es ja das andere Mal auch schon nicht. Ja, das ist so toll, wenn sie schwimmen. Wo ist denn der Krypta-Eingang da, ne? Komm, geh da rein. Ich glaube, jetzt können wir vielleicht hier irgendwo hintauchen. Aha. Wir denn hin? Oh, cool. Ich liebe es.
Dinge zu finden. Und ein paar Pilze sammeln. Das gehört dazu. Noch mehr Erz. Nimm was mit. Wir verbrauchen ja auch eine Menge wieder. Ja, da komme ich nicht weiter. Na, wo geht's noch lang? Geht's da vielleicht noch lang? Zurück will ich eigentlich nicht. Da konnte man da vorne auch irgendwo hoch. Wieder rausgekommen. Gibt's noch einen anderen Eingang? Warte mal. Da oben. Muss ich durch den Wasser... ich muss da oben lang. Okay, Moment. Aber trotzdem war das da schon recht verwinkelt. Nicht, dass ich das jetzt falsch mache. Ich muss also da oben irgendwie jetzt hinkommen. Wie mache ich das denn? Ja, hier ist ein Grab. Und genau da wollen wir hin. Die melodische Musik sagt es uns schon. Ja, dann führe uns mal. Müssen wir also doch wieder nach oben? Irgendwie nach oben. Aber das eine Grab, das war doch hier. Oder hatten wir das nicht schon erledigt? Oder kam man da vielleicht raus? Vielleicht ist das ja doch schon der einfache Eingang hier. Hier war doch irgendwas, was wir damals nicht machen konnten, oder? Ja, ich glaube schon. Ich dachte aber, das hätte ich mittlerweile schon. Wir werden es ja sehen. Weil genau, wie war das hinten tauchen? Das ging nicht oder so? Das sieht so hammergeil aus. Unbekanntes Gebiet. Das haben wir doch noch nicht. Gräber sind total toll, weil Gräber hatten wir schon lange nicht. Aha. Gräber bedeuten auch immer neue Rätsel. Uiuiui. Ja. Könntest du dazu was sagen, Lara? Können wir da einfach reinspringen? Oder sterben wir dann? Dann sterben wir. Okay, habe ich mir fast gedacht. Das heißt, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Weiter nach oben, wenn es geht. Ich kann hier auch nochmal tauchen. Oder woanders raus. Naja, weil zurück will ich ja nicht. Ah. Übersehen. Ist hier noch was? Es ist so toll. Es sieht super aus. Freut mich, dass wir das jetzt hier machen. Ich hoffe, es langweilt euch auch nicht. Und wenn wir da einfach so ein Dingens... Nee. Können wir da nicht rauf? Ah, okay. Und dann schnell rüber, wenn das Ding aufhört, ne? Okay, geschafft. Wuhu! So, und dann kann man hier...
darüber wieder. Okay, will ich aber nicht. Neues Basislager entdeckt. Eifriger ein Lerner. Schriftrollenbehälter, verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Interessant. Er wurde mit einem festen Lederriemen versehen und diente zur Aufbewahrung von Pflanzen. Warum haben die immer alles für ihre Pflanzen genommen? Keine Ahnung. Da hinten liegt auch noch was. Ich gehe mal zum Lager. Strudelzuflucht. Okay. Achso, ich will aber da lang. Oh Gott! Habe ich mich erschrocken? Wie kriege ich das nochmal? Nein, das war zu spät. Ja, ich erschrecke mich immer voll. Dabei wurde es mir doch rot angezeigt. Ich habe es einfach mal gepflegt, ignoriert. Oh, da ist irgendwas Rotes, ist ja egal. Können wir nicht einfach da wieder drüber springen? Das hat doch schon mal geklappt. Haha. Ein Elfenbeingefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Recht einfach gehalten, aber der Detailgrad der Schnitzerei ist beeindruckend. Ja. Das ist schon sehr künstlerisch. Aha, da unten geht's auch lang und da auch. Wo will ich denn mal lang? Ich gehe mal nach unten erstmal. Kannst du hier einfach mal so... Kannst du das einschießen? Können wir das anders zum Explodieren vielleicht bringen? Ach komm. Das hat nichts gebracht. Das ist ja blöd. Du kannst nicht da drunter durchkriechen? Warum nicht? Okay, dann nicht. Gehen wir nach oben. Da liegt auch noch was. Das nehmen wir auch noch mit. Die Toten stauen die Flüsse. Das Blut unserer Kinder fließt durch das Tal. Wir leben. Aber womit? Unsere Stadt ist begraben. Unsere Söhne und Töchter ermordet. Lässt uns der Mut weitermachen? Oder der Wahn? Die Gefallenen haben jetzt Frieden. Wann finden wir ihn? Ein Bürger Kitesh fragt sich, was passieren wird. Schauen wir mal, was hier noch ist. Gibt es hier irgendwie ein Weiterkommen oder? Ja. Natürlich. Bäder von Kitesh. Das Badehaus. Optionales Herausforderungsgrab. Halt dich bitte eine Weile. Kann ich hier nicht einfach runterplatschen? Oh, ich wollte eigentlich wieder ein Kopper versuchen, aber hat nicht geklappt. Wurde es absichtlich geflutet? Es muss einen Weg da reingeben. Oh, und da kommt wieder die Inception-Musik. Und das finde ich voll geil. Okay, ich glaube, das bringt nichts, hier zu drehen gerade. Oder doch? Oder doch? Nee, also ich glaube, erstmal müssen wir es verbinden. Warte. Geh da nochmal rauf. Und das da hinten ran. Kannst du das schon mal da ran tun? Genau, dann können wir hier schon mal zwirbeln. Das macht jetzt wenigstens mit dem Kurbeln Sinn. Genau. Ah, okay, warte. Lass los. Jetzt machen wir es daran. Wollen wir es denn daran machen? Ja, wollen wir, damit wir da oben hin können. Sehe ich schon. Na, das klappt ja schon mal. Wunderbar. Da kann ich einfach rum. Kannst du diese Rolle rausholen vielleicht? Könnte mit dem Abfluss verbunden sein. Könnte mit dem Abfluss verbunden sein. Das bringt aber so irgendwie nichts.
Ich wette, das geht von alleine wieder runter. Ah, okay. Geschafft. Aber es hat gereicht. Mist, das wird nicht halten. Man muss es doch irgendwie fixieren können. Ja, zum Beispiel, indem du die Rolle da hinten daran machst, vielleicht. Ah, jetzt bin ich runtergeknallt. Das ist nicht so toll. Boah, voll das Modderwasser, durch das sie hier durchschwimmen muss. Voll eklig eigentlich. So, kannst du das da mal rausholen? Ist zu spät, oder? Ich glaube, es ist zu spät. Dann drehen wir uns gleich um und dann wird das schon gehen. Haben wir ein bisschen Zeit gewonnen. Genau. Genau. So, und jetzt können wir uns doch noch mehr Zeit geben, oder? Wir können hier auf jeden Fall jetzt ordentlich drehen. Ah, mach mal. Dreh! Dreh! Ja. Ja. Das freut mich. Ja. Das ist jetzt also soweit Ja. Hat das denn für hier jetzt auch was gebracht? Oder nur da drinne? Denn ich glaube, dass es hier jetzt auch besser wahrscheinlich geworden ist. Ich weiß nicht, was da drüben ist. So viele Tote. Was ist hier passiert? Kein Anzeichen von Gewalt. Karte aktualisiert. Keine Anzeichen von Gewalt. Aha. Oh, da unten liegen auch Münzen. Wenn wir das Wasser hier ganz runterkriegen, dann... Dann wäre nicht schlecht. Nee, das muss ich schon da... Genau. So. So, und jetzt müssen wir irgendwie... Du kannst auch da bestimmt auch... Komm. Wir müssen ja nicht überall hin paddeln, oder? Wir können ja hier auch laufen. Da ist auch noch was. Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen lassen. Aber es sind zu viele Gräber zu graben und die Erde ist hart. Wozu bräuchten wir jetzt noch Freizeit? Dieser Ort wird, wie so viele andere, nie wieder vor Lachen widerhallen. Wir haben die ganze Welt zum Grab gemacht. Die Toten sollen ruhen. Das schulden wir ihnen. Wegen der vielen Toten und der Zerstörung der Stadt mussten die Überlebenden ihr altes Leben aufgeben. Von der Seite kriegt man das jetzt auf. Aber ich glaube, wir sind ja noch nicht durch. Da ist noch die doofe Falle. Die darf ich nicht vergessen. Da war das. Und da ist wieder Wasserfallkram, ne? Bin ich zwar im Kreis gelaufen irgendwie, aber... Hat das Wasser hier jetzt auch... Ach nee, das ist ja die andere Stelle. Da ist das Boot. Tja, ich glaube, eins hatten wir noch nicht. Ich hab den Koffer geschafft! Kannst du hier eigentlich tauchen und dir die Münzen holen? So? Oder müssen wir echt das Wasser hier? Ich glaube, wir müssen das Wasser... Ja. Sonst nimmt sie die nicht. Schade.
mache ich jetzt mit meinem Bötchen? Wollen wir mit dem Boot da nochmal rum? Bringt das was? Ist da was, wo ich hoch muss? Dann gehe ich jetzt wieder an die Stelle von vorhin. Weil dann ist das da vielleicht noch nicht erledigt gewesen, so ganz. Wie ich gehofft habe. Da hinten wollen wir durch. Oder es gibt noch mehr so eine Stellen. Ja, das klappt. Gut. Für so ein Stück muss ich jetzt schon wieder hier, ne? Oh, so blöd. Ja, komm. Jetzt komme ich dann nicht mehr hoch. Es ist so blöd. Okay. Was ist los? Und jetzt nochmal dahin. ja. Nicht zu viel. Hey. Blöd. Und dann ist es auch noch so schön im Weg. Vielleicht so ein kleines Stück noch. Bloß nicht zu viel. So, ich glaube, das. So, jetzt aber. Nein, ey. Wollt ihr mich veräppeln? Ja, vorhin war irgendwie besser. Ja, ja, dann ebenso. Wir haben ja noch unseren Haken. Kann ich hier noch irgendwie noch mehr Wasser oder was? Ich hab's doch schon geschafft. Gibt's hier noch was, was ich machen kann? Komme ich jetzt hier irgendwie wohin? Wo ich vorher nicht hinkam, weil jetzt hier nie mehr. Kann man das noch mehr drehen? Nein. Hier ist nichts mehr zu tun. Es muss noch eine andere Stelle, wo wir das Wasser ablassen können. Ich würde sagen, die. Ja, die Pilze willst du. Nee, die Münzen willst du ja auch nicht einsammeln. Ja, dann mache ich das im nächsten Part, Leute. Dann geht's hier mit dem Grab weiter. Bis dann.